Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Zeit für ein Zeitschriften-Review. Das Lego Jurassic World Magazin. Mittlerweile in Ausgabe Nummer 20. Für 4,50 Euro am Kiosk erhältlich. Mit einem mega Lego-Extra, nämlich Owen Grady mit Boot. Also hier steht nur Owen mit Boot. Der war jetzt, ich glaube, das ist mit die häufigste Minifigur in dem Magazin. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Owens es da schon gab. Oder teilweise auch denselben Owen mit anderem Zubehör. Aber auch cool, eine weitere limitierte Karte des LEGO Jurassic World Trading Card Games, und zwar die Dilophosaurus, die LE 20. Das passt auch mit Magazin 20, und die weiteren sind auch im Magazin 21, hatten die LE 21 drin, 22 und ich glaube 23 kommt, glaube ich, noch. Ich glaube, dann müssten alle Limis dann dabei gewesen sein. So, jetzt habe ich wieder Schwierigkeiten, das aufzukriegen. Na, komm schon, alter Schwede. Jetzt haben wir es. Meine Güte. Ist aber auch hartnäckig, ey. Unglaublich. Naja, okay. Also, hier haben wir das Magazin. 30 Teile. Der Owen mit Boot. So. Mach ich ein bisschen auf hier. So. Da haben wir es nochmal. Owen plus Propellerboot. Und da hat er wieder so eine Betäubungspistole. So ein Betäubungsgewehr in der Hand. Das ist auch ziemlich cool eigentlich, so finde ich. So, dann haben wir... Oh, hier ist ein bisschen... Ah, nee, doch nicht. Was ist das denn? Das sieht ja eklig aus. Das ist, glaube ich, irgendwie vom Plastik, irgendwie vom... von der Folie oder so, so ein bisschen. Das Antistatik ist so... Guck mal, ob ich das mit dem Klebepunkt hier... Ja, jetzt klebt es am Klebepunkt. Ich dachte, der Klebepunkt von dem Kleber wäre was oben auf die Karte gekommen, aber nee, ist nicht. Die Karte ist doch tipptopp in Ordnung. Das ist ja super. Dann lösen wir die Karte jetzt noch hier von dem Klebepunkt. So, zack, und ab ist es. Also, da haben wir es. Der Vollpack hier mit Owen und dem Boot, die Karte. Leider kein Boosterpack enthalten. Das wäre natürlich noch cooler, wenn auch ein Boosterpack mit Karten drin wäre. Aber gut, man kann nicht alles haben. Zwei Poster sind noch enthalten, ein 14-Seiten-Comic. Und ja, dann blättern wir mal auf und gucken uns das an. Hier haben wir Werbung für den neuen Lego Jurassic World Film, ein neues Zeitalter, ab 9. Juni im Kino. Und Filmprodukte bei MyToys, hier zum Beispiel Lego Sets, Spiele, Hörspiele, Schulbedarf, Bekleidung, Bettwäsche und so weiter. Dann wird Inhaltsverzeichnis, starker Comic, wilder Wettbewerb, coole Rätsel, Dinos ohne Ende, dann hier das tolle Extra. Inhaltsverzeichnis hier nochmal und dann geht es los. Und oh, wir haben direkt... Die Bauanleitung, nee, doch nicht. Bauanleitung für ihn hier. Ach, das ist nur eine Aufgabe, wo welches Teil ist. Ah, da, die Bauanleitung findest du auf Seite 22. Okay, also da kommen wir dann später noch dazu. Gut, eine wilde Fahrt hier, so ein paar Infos über das Extra. Dann geht's los mit dem Comic. Uah, wilder Wettbewerb. Heißt das Comic, erste Seite. Dann wieder eine Doppelseite Comic. Und eine einzelne Seite Comic, denn dann ist Werbung für Togo. Was ist blau und nervt? Fragezeichen. Grizzly und die Lemminge. Aha. Dann nochmal eine Doppelseite Comic. Und noch eine Doppelseite Comic. Dann haben wir eine Doppelseite Rätsel. Fang den Stigimoloch. Da ist er hier. Genau. Ah, das ist auch, glaube ich, ein Set, oder? Ist es auch wieder hier aus einem Set? Der Stigimoloch. Der Ben. Brooklyn. Claire und ein Baby-Ankylosaurus. Okay. Flucht des Digimoloch. Ja, ich glaube, das ist ein Set. Der ist ja cool. Der mit einer aufgedruckten Bauchtasche hier, der Ben. Einem Hip-Bag, wie man früher gesagt hat, als ich noch Kind-Jugendlicher war. Hat man noch Hip-Bag gesagt. Dann haben wir ein Rätsel. Sumpfige Strömung. Ja, mit seinem Boot hier. Dann haben wir ein Poster. Das ist das der Indominus Rex, glaube ich, und ein Dilophosaurus müsste das sein. Gucken wir mal hier. Ah, okay, hier steht nichts weiter dabei. Hier ist noch Owen und hier ein Raptor. Und dann haben wir Vorsicht im Dunkeln mit leuchtenden Augen hier der T-Rex, wie er gerade da durchbricht. Sehr, sehr nice. Dann das Lego Jurassic World Magazin im Abo. 9 Ausgaben für 40,50 Euro und dazu 25 Lego Jurassic World TCG Booster. Jo, interessant. Hier gibt es noch Booster für ein Abo, aber fürs Heft reicht nicht mehr ein Booster beizulegen. Ist im Endeffekt auch für mich uninteressant, weil ich habe bis auf die Limis die Sammlung eh komplett. Gut, dann haben wir hier die Bauanleitung und dann würde ich sagen, nutzen wir die Gelegenheit auch und bauen das auf. Ich nehme meine Schere zur Hand, öffne das Foilpack hier oben, so,
Und dann fangen wir an, dieses Boot zu bauen. Und natürlich auch den Ohren, ist ja klar. Halt. Ein Teil ist noch drin. Da, der Kopf. Der Kopf vom Owen. So, also. Oberkörper, Beine. Hat er zwei Gesichter? Ja, er hat zwei Gesichter. Er hat einmal eins, auf dem er freundlich guckt. Und dann eins, auf dem er ernst oder fast schon böse guckt. So, dann kriegt er noch seine Haarpracht hier aufgesetzt. Sehr gut. Und dann natürlich noch das Betäubungsgewehr. Zack. Mit der Spritze ist es dann ein Betäubungsgewehr. Das kriegt er noch in die Hand. So, und dann hätten wir hier Owen Grady mit Betäubungsgewehr. Und ich glaube, genau dieser Owen, den hatte ich schon mal drin gehabt. Naja, nicht schlimm. So, dann bauen wir das Propellerboot. Einmal die eine Kufe, dann kommt das hier drauf. Dann kommt die zweite Kufe analog gebaut. So und so. Kommt dann da drauf, dann das in die Mitte, dann die hier an die Seiten, so und so. Dann haben wir die Slopes hier und hier, genauso wie die beiden. Na, komm schon, da kommen dann die Lichter dran, die Scheinwerfer, einmal links, einmal rechts, vorne drauf dann die beiden hier noch. Dann sieht das schon ordentlich aus. So, perfekt. Dann brauchen wir den Sitz hier. Dann zur Steuerung diese, nicht Antennen, aber diese Steuergriffe, die es schon gab, als ich noch Kind war. Also die ist auch ein Lego-Teil, was es seit Urzeiten gibt, gefühlt. So, dann kommt hinten ran noch der, ne? So. Ach nein, halt. Ich bin ja blöd. Erst das Ding. So. Ja, dann das da rein und dann den Propeller dran. Und fertig ist das kleine, aber feine Propellerboot. Genau. Und hier dann nochmal. Oh, den kann man dann reinsetzen. Ich stelle ihn jetzt einfach nur rein. So, und dann kann der mit dem Ding durch den Sumpf fahren. Okay, keine Ersatzteile dabei. Perfekt, also fertig aufgebaut. Dann gibt es nochmal eine Doppelseite Comic hier. Und noch eine Doppelseite Comic. Und noch eine Doppelseite Comic. Und dann ist auch schon Ende, da unten steht's. So, aber es gibt ja noch mehr. Und zwar gibt es noch ein Rätsel. Dino-Gewimmel Teil 1. Tick-Tack, Tick-Tack, Teil 2 findet es auf der nächsten Seite. Also muss man auf Zeit anscheinend machen hier. Und dann Dino-Gewimmel Teil 2. Beantwortet die Fragen. Kommt Owen Grady in der Szene vor? Ja oder nein? Wie viele Raptoren konntest du entdecken? Wie viele Personen tragen ein Betäubungsgewehr bei sich? Und so weiter. Mhm. Machen wir jetzt nicht, aber interessant. Dann haben wir Kunst im Labor. Hey, wie gefällt dir das hier? Das sind Zeichnungen von Lego Jurassic World Fans hier. Hier von einem 9-jährigen Matteo. Von Till 6 Jahre. Von Oscar 5 Jahre. Vincent 6 Jahre. Und nochmal Vincent 8 Jahre. Ja, das finde ich aber cool. So, dann haben wir Vorschau auf die nächste Ausgabe. Noch mehr Dino-Action gibt's ab dem 7. Juni. Ausgabe Nummer 21 mit 23 Lego-Teilen, und zwar ein Raptor im Dino-Nest. Na gut, das finde ich wieder ein bisschen langweilig. Das ist im Endeffekt nur wieder so ein Mini-Raptor hier, so ein kleiner. Und ein Nest halt hier mit zwei aufgebrochenen Eierschalen und ein paar Teilen. Schade, dass keine Minifigur dabei ist. Ich hoffe immer noch, dass es eine Minifigur, keine Ahnung, von Alan Grant mal gibt oder sowas. Wobei das wahrscheinlich, ja, es müsste dann schon eine andere sein als bei dem großen T-Rex, weil sonst würden sie sich ja quasi die Exklusivität streitig machen. Aber trotzdem finde ich es cool, wenn mal was anderes käme als immer nur ein Owen oder sowas. Ja, naja, also genau, ab 7. Juni. Was ja auch komisch ist, ist es kein Hinweis auf die limitierte Karte. Aber laut Übersicht der limitierten Karten kommen, glaube ich, noch 3 limitierte Karten in den Lego Jurassic World Magazin in den nächsten 3. Also von daher, naja. Und dann haben wir noch Werbung für das Lego Ninjago Magazin. Jeden Monat neu, immer mit Lego Ninjago Minifigur. Ja, das finde ich total cool, dass da immer eine Minifigur dabei ist. So, dann haben wir noch Werbung für die Lego Jurassic World Sets. Hier haben wir T-Rex und Atrociraptor, Dinosaurierausbruch. Dann Quetzalcoatlus, Flugzeugüberfall oder so ähnlich.
Blue und Beta in der Velociraptor-Falle und Atrociraptor-Motorrad-Verfolgungsjagd. Sehr cool, die muss ich auch mal alle angucken, die neuen Sets. Da werde ich mir vielleicht das ein oder andere auch mal zulegen. Ja, cool. Also das war das Magazin. Hier nochmal die Owen-Minifigur mit Betäubungsgewehr und das Propellerboot. Ziemlich cooler kleiner Bild, muss ich sagen. Gefällt mir. Ja, und dann hier nochmal die limitierte Karte, die LA20, der Dilophosaurus mit den Werten 47, 75, 94 und 106. Und ihr kennt das Spiel, diese Karte habe ich noch ein zweites Mal hier, die könnt ihr gewinnen, ist schon eingetütet, so geht ihr dann auch an euch raus. Was müsst ihr tun, um am Gewinnspiel teilzunehmen? Ihr kennt das Spiel, den Kanal abonnieren, wenn ihr es schon getan habt, also ihr müsst Abonnent des Kanals sein. Müsst dem Video einen Daumen nach oben da lassen und einen Kommentar verfassen mit dem Hashtag Jurassic World zusammengeschrieben. Ein R2S, so wie es hier steht, Jurassic World als ein Wort. Hashtag Jurassic World, dann seid ihr im Lostopf. Einsendeschluss wie immer in einer Woche. Ich drücke allen Teilnehmenden die Daumen und werde nach einer Woche dann gucken, dass ich jemanden auslose, der oder diejenige dann gewonnen hat. Und werde dann den Gewinn auch schnellstmöglich zuschicken, so wie die letzten Male auch. Genau. Deswegen herzlichen Glückwunsch, nein, viel Glück an alle, die teilnehmen möchten. Ich drücke euch ganz fest die Daumen und ja, wie immer auch, wenn ihr das Video, wenn ihr nicht im Gewinnspiel teilnehmen wollt, könnt ihr natürlich dem Video trotzdem gern einen Daumen nach oben da lassen. Das fände ich sehr, sehr cool und Kommentare sind natürlich auch gern gesehen, sei es Lob, sei es Kritik, was auch immer. Alles, was euch hier zu Jurassic World, zu Lego Jurassic World oder Lego im Allgemeinen auch einfällt. Zu dem Trading Card Game, was auch immer, zu den Minifiguren, den Heften etc. Alles, was euch so einfällt, haut's mir in die Kommentare. Lasst uns da mal ein bisschen drüber quatschen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Denkt aber auch daran, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn ein neues Video online geht. Dann sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.